Ja, ich freue mich sehr, dass die Umsetzung so reibungslos geklappt hat mit unseren Partnern. Ich denke, wir können stolz drauf sein auf unseren Bus und freuen uns jetzt schon auf die ersten Auswärtsfahrten. Der andere Bus hatte sein Alter erreicht. Es ging auch darum, durch Städte zu fahren mit gewissen Euronormen, die erfüllt werden müssen. Und da wurde teilweise bei manchen Städten, sprich Köln zum Beispiel, wurde es dann schon mal eng. Wir hatten bei dem alten Bus eine Dreierbestuhlung, das heißt pro Reihe drei Sitze. Hier sind es vier Sitze konventionell, aber mit einem sogenannten Vier-Sterne-Sitzabstand, wo auch große Menschen bequem sitzen können. Der größte Unterschied ist einfach so, dass ich in diesem Wagen bis zu 53 Personen Fahrgäste mitnehmen kann. Sodass wir da auch ein Stück weit eingeschränkt waren, weil wir ja auch andere Sachen machen als den SV Rödinghausen fahren. Jeder kann diesen Bus anmieten und so haben wir eben die Chance, eben etwas mehr mitzunehmen, mehr Personal mitzunehmen. Ja, es ist vor dem Spiel natürlich nochmal der letzte Rückzugsort. Das ist gar nicht die Kabine, sondern wirklich auf dem Weg zum Spiel schon nochmal ein Gefühl von Sicherheit, Komfort, auch ein Wir-Gefühl. Weil auf den Fahrten ist natürlich der Fokus dann aufs Spiel, aber ist ja auch nochmal, dass alle zusammenkommen. Ja, das hat begonnen 2014, wo der Aufstieg war in die Regionalliga West. Und seitdem bin ich auch mit dem Bus angefangen, die erste Mannschaft zu fahren. Was das besonders macht, man gehört mit zum Team, man ist integer, man wird integriert mit allem und es ist schön, es ist ein richtig Teamwork und das macht schon Spaß. Ne? Es sind immer die gleichen Leute oder mehr oder weniger die gleichen Leute, die mitfahren. Man kennt sich halt und das ist so ein Automatismus auch und das macht Spaß. Das ist schön.